Hallo liebe Bücherfreunde, ich freue mich sehr, dass ihr meine Videos immer wieder anschaut und auch meine anderen Beiträge, die ich schon über die Jahre veröffentlicht habe im Internet. Und dennoch möchte ich euch und mich selber auch immer wieder daran erinnern, ab und zu offline zu gehen. Und das hat mit der heutigen Buchempfehlung zu tun. Dieses kleine, dünne Buch heißt Offline. Einmal schon habe ich euch ein Buch vorgestellt, das hatte den Titel Wie dein Smartphone dich verändert. Das war von Toni Rinke geschrieben und er hat uns damals ermutigt, mit dem Smartphone smart umzugehen. Und der Autor dieses Buches Offline ist der Axel Volk und er möchte uns mithilfe dieses kleinen dünnen Büchleins einfach eine höhere Medienkompetenz vermitteln. Er selber ist überhaupt kein Technikverweigerer, ganz im Gegenteil, er ist begeistert von der Technik, begeistert von der Computertechnik und war einer der Ersten, der das auch als Studienfach gewählt hatte. Und dennoch im persönlichen Gebrauch, im Umgang mit den Medien, ist er selber sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Er ist aber auch kein Verschwörungstheoretiker, da hat er ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Axel Volk glaubt nicht, dass es eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Mächtigen gibt oder gäbe, die sich verschworen haben, uns falsche Nachrichten einzuprägen. Er spricht vielmehr nicht von Verschwörung, sondern von dem sogenannten Zeitgeist, von Modeerscheinungen und vergleicht das auch mit der Mode in der Bekleidung. Er sagt, dass die Modeschöpfer einfach immer wieder etwas Neues erfinden möchten und dann gibt es die Ersten, die total begeistert vorne dabei sind, sogenannte Trendsetter. Irgendwann läuft dann die ganz große Menge der Menschen mit und dann gibt es noch ein paar Nachzügler. In Wirklichkeit haben die Modeschöpfer und die Trendsetter schon wieder ganz eine neue Richtung für das nächste Jahrzehnt vorgegeben. Und so beschreibt er diesen Zeitgeist auch in unserem Umgang miteinander. Und gerade jetzt in Zeiten von der Corona-Pandemie, wo wir noch viel mehr angewiesen sind auf die technischen Möglichkeiten, auf die sozialen Medien, gerade in dieser Zeit mag dieses Buch ein sehr hilfreiches Buch sein. In einer Zeit, wo sogar die Schüler zu Hause lernen müssen, Studenten zu Hause lernen müssen, wo viele von uns an das Homeoffice gebunden sind. In dieser Zeit möchte Axel Volk auch ermutigen, wenn wir sozusagen schulfrei haben, wenn wir dienstfrei sind, doch einmal das Handy abzuschalten. Er hat auch Alternativen angeboten, weil er sagt, die großen Suchmaschinen, das ist ja interessant, warum sind die gratis? Die sind gratis natürlich wegen der Werbeeinnahmen, aber auch, weil sie Daten sammeln. Unmengen von Daten von jedem Einzelnen von uns und diese Daten verkaufen sie dann an große Konzerne, die dann zielgerecht für uns die Werbung schicken. Ist grundsätzlich noch nicht schlimm, aber wir wissen gar nicht, was dabei alles herauskommen kann. Und Axel Volk ermutigt uns, dass wir auch einmal alternative Suchmaschinen verwenden, kleinere Suchmaschinen, damit nicht eine Firma alle unsere Daten sammeln kann. Diese Besitzer von den großen Medienkonzernen, die gehören nicht umsonst zu den reichsten Menschen der Welt, aber selber sind schon einige so weit gekommen, dass sie ihren eigenen Kindern nicht das Smartphone mit in die Wiege legen. Ganz im Gegenteil, viele Leute von dem sogenannten Silicon Valley distanzieren sich persönlich von den sozialen Medien oder möchten so wenig Zeit wie möglich darin verbringen und auch ihren Kindern der nächsten Generation helfen, nicht wahllos, nicht stundenlang, nicht tagelang nur mit dem Kastel beschäftigt zu sein. Versuchen wir es ab und zu offline zu gehen mit diesem kleinen Buch von Axel Volk.